Ganz toll, ganz toll. Oh, das ist... Oh, hallo. Ey, hallo, dass ihr wieder da seid. Gerade eben fängt das Rennen an. Ich wusste das nicht, ich habe im Chat geguckt. Sagt der Dennis so extra spät. Ach, Nils, geht weiter. Jetzt bin ich natürlich hier irgendwo ganz hinten am Arsch der Heide. Sonst hätte ich selbstverständlich die Rainbow Road gewonnen. Und damit herzlich willkommen zurück beim Community Beef Mario Kart. Neue Runde, neues Glück. Wir spielen jetzt die Rainbow Road. Die sich unglaublich verändert hat. Ja, sie ist dick und fett geworden. Ich darf mein Item behalten, obwohl ich eben runtergeplumpst bin. Guck mal, wie ich hier um die Kurve speede. Ich bin ein Talent. Das ist unglaublich. Mann, du dummes Raketenschwein, ey. Das ist so das Billigste der Welt. Du verwandelst dich in eine Riesenrakete. Du machst nichts mehr. Und ich werde hier gedisst in einer Tour. Das ist ein... Oh, Mann, ey. Das ist... Nee! Was? Hier ist nur eine Runde, ja. Das ist jetzt umso besser. Oh, ist das frech. Du bist auch schuld gewesen gerade, Dennis. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Oh, das ist so gemein gewesen. Alle sind mein Zehnter. Zeuge. Ich darf nicht mal nach Hause fahren. Das ist... Ja, das ist... So. Wir kacken doch beide völlig ab. Ich habe nicht gedacht, wir rocken das, aber... Ja, ich hätte es ja gerockt, wenn ich... Ach so, das ist natürlich meine Schuld. Ja, wenn du mit 30 Sekunden Rückstand die Strecke beginnst, wo es auch nur eine Runde gibt und ich krieg nicht mal eine Rakete, andere kriegen eine Rakete, ich überhole einen, weil ich super geskillt gefahren bin und dann kommt der Honko, der eh schon 30 Sekunden vor mir losgefahren ist und der darf sich in eine Rakete verwandeln und mir in den Arsch fliegen oder was. Und ich krieg, was krieg ich, so einen bescheuerten Pilz. Ich hätte 4, 5 Raketen hätte ich bekommen müssen. Mindestens. Ja. So viele, ja. Ich möchte was sagen. StupidGenius09 schreibt nämlich, vielleicht ist es nicht der Stream, der laggt, vielleicht sind es unsere eigenen Augen. Jaden Smith, 1933. Jaden Smith hat immer schon gelebt. Das fand ich sehr lustig. Hört es immer mit seinen Sprüchen. Ja, so, aber die Leute haben es auch, ich sehe das hier auch, die Leute haben es auch gesehen. Butcher 32. Wie gemein war das denn gerade? Nils hätte gewinnen müssen. Fessel 3. Boah, so gut wie Nils gefahren ist, das hätte ja niemand sonst hinbekommen. So, wo bin ich denn jetzt? Treppe Disco, auf? Disco, Party. Ich nehme den Fahrstuhl. Wir haben ja damals... Ach, da kann man gar nicht runter. Ach, ich dachte, da kann man runter. Die haben ja seinerzeit mal gegen Gameswelt Mario Kart gespielt. Mhm. Da habe ich ja mit Simon, angetreten, während Gameswelt ein Vorausscheidungsturnier gemacht hat und ihre besten Leute geschickt hat. Und bei uns hieß es einfach, ja komm, Simon und Nils, ihr macht das mal. Und da habe ich ja aber auch ganz unauffällig die Information gedroppt, dass ich keine Wii U habe und deswegen dieses Spiel gar nicht spielen kann. In der Hoffnung, dass Nintendo sagt, ach echt, Nils, dann schicke ich dir mal eine. Haben sie aber nicht gemacht. Ja. Oder? Ist doch scheiße, ne? Ganz schön. Unfair. Es ist unfair, dass... Ich weiß, dass die Gameswelt-Jungs, die spielen nur Nintendo. Die spielen nur den ganzen Tag. Kann man ja ruhig mal denen das auch sagen. Dass das nicht okay ist. Los. Und noch... Oh. Go, Gadgetto. Da ist noch so ein Nilpferd vor. Oh ne, das ist ein Krokodil. Hier, Affe. Irgendwas aus dem Urwald. Masipulami, du kennst den Masipulami? Rennt wie wild durch den Dschungel. Lernt euch was zu erzählen. Das wird Spaß machen. Huber. Masipulami. Aber es gab halt auch, glaube ich, 2 Masipulami-Sendungen. Es gab einmal eins, wo er sprechen konnte und eins, wo er nicht sprechen konnte. Naja, nee, das ist doch Quatsch. Masipulami könnte immer nur Huba sagen. Und da kommt wieder einer mit Rakete. Ist klar, natürlich kommst du mit Rakete. Wo kam nochmal dieser Spruch, gib Schubrakete her? War das nicht so eine Tankwerbung? Ach so, war das diese... Ja, ich weiß, was du meinst. Mit dem komischen Audi 8, war das das? Boah, ich hab einen geilen eben umgekrawemst. Das ist immer das Beste, wenn jemand, der echt fies war, die Rache kriegt. Und ich bin der Einzige, der hier fair fährt. Rache ist immer fair. Warum ist Rache denn immer fair? Immer fair. Da kommt eine Rakete. Oh, ich bin zu schnell für mein eigenes Handling. Mario! Zu schnell für mein eigenes Handling.
Oh, da kommt wieder so ein... Mann, du Sternschwein, ey! Das warst du das schon wieder? Nee. Alter, du bist so ein Rattenvieh. Ich hatte keinen Stern. War wirklich ohne Scheiß. Rattenvieh. Jetzt reißen wir uns mal ein bisschen zusammen. Sorry, das ist doch so. Wenn du irgendwo in der Kanalisation in einer Naga-Familie wohnst, dann würden die anderen... Ich wohne weder in einer Kanalisation noch in einer Naga-Familie. Ja, sorry, aber wenn, dann würden die Naga dich rausschmeißen, weil du zu eine große Ratte bist, ey. Ich kräftig bin. Die würden zu dir sagen, Alpha-Ratte. Ey, sorry, selbst für eine Ratte bist du zu rattig, würden die sagen. Dann würden die dich rattig sowieso. Verlass bitte dieses Leitungsrohr, würden die zu dir sagen. Und sieh zu, dass und du irgendwo. Suche ich mir irgendwo meinen kleinen Tümpel und gründe dann meine eigene Rattenfamilie. Und baue ich ein Nest, nämlich Rattenbau, nämlich Nest. Die einzige Chance, die du hast, ist, dass du irgendwann einen Salzstollen in Gorleben mit den radioaktiven Fässern eingelagert wirst, in der Hoffnung, dass du durch Mutation eine weniger große Ratte wirst. Eine Halbratte. Das ist deine einzige Möglichkeit. Eine Halbratte. Eine Halbratte, ja. Eine Halbratte. Selbst wenn du eine Halbratte wärst, wärst du noch eine Ratte so groß wie ein Elefant. Ratten. So groß wie zwei Elefanten. Das wäre eine Mega-Ratte. Und alle würden sagen, wir können gar nicht genug Käse für den zusammenschaufeln, dass der uns in Ruhe lässt. Kennst du den Film Human Centipede? Mm. Wenn der Blue Whale Centipede heißen würde, der Film, dann wärst du, das Geschöpf wäre ungefähr halb so groß, wie du rattig bist. So. Das kann nicht wahr. Was ist da los? So, ich roll jetzt... Es fällt von hinten auf. Wie ein Champion. Champion. Achtung, Champion. Hier kommt Luigi. Ihr habt ihn alle geärgert. Deswegen ist er hinten. Aber er wird das Feld jetzt aufrollen von seiner wenig privilegierten Position. Das passiert, wenn man ihn ärgert. Luigi's Revenge ist tödlich für euch. Er fährt auf seinem Mobil. Schaut ihm euch doch an. Was Luigi kann. Yeah. Und da hat er noch einen Pilz auf Platz 9 liegend. Ist Luigi in einer guten Situation, um zu attackieren. Er hat eine Bombe in der Hand, er wirft sie, er ist einfach... Boah, was ist da denn los? Oh, hat seine Bombe getroffen! Luigi, der verrückte Bombenschleuderer. Er ist bekannt für sein Bombardement. Und jetzt hat er ein Fragezeichen-Gerät eingesammelt. Es ist ein roter Panzer. Er wartet, bis der freche Lulatsch an ihm vorbeifährt. Alter, du bist aber auch ein Assi. Wer von uns hier wohl die Ratte ist? Tja. Ja. So, er hat ein Fragezeichen. Da zeigt sich die Ratte im Kürbispilz. Die Ratte im Kürbispilz, ja. Mhm. Oh, habe ich auszusehen einen Bösewicht, der mich an der Weiterfahrt hindern wollte, geärgert. Nein! Oh, da habe ich extra die Panzer abgeschossen, damit ich was Neues krieg. Vielleicht eine Rakete. Jetzt fahre ich aber hier lang, Alter. Komm mal. Alter, Power Ranger Style, Mann. Oh, wie krass. Wie kann das eigentlich sein, dass der Herr, also ich, bisher noch nicht einen Grand Prix siegreich beendet habe? Das ist eigentlich. Alter, ey. So, du gehst mal weg. Und du kriegst jetzt auch einen mit. Ey, wieso krieg ich jetzt keinen. Ey, ich hab den angedötzt, als der am Boden war. Choo-choo Rocket! Ach, das ist einfach alles an Schwachsinn nicht zu gewinnen. Der skilligste Fahrer hier einfach nicht gewinnt, ne? Das ist super, super unrealistisch. Ja, ich finde es auch schade, dass ich nicht weiter vorne bin. Skilly Max Skillenstein. Nein! Das ist der, ey! Das ist doch unfassbar! Ich hab unfassbar! Wie perfekt! Perfekt! Und der kommt nächste Runde überholt mich. Extra Runde. Und ich schmeiß noch meine Feuerbälle weg. Irgendwie so als Zelebration, als Zieleinzel-Einlauf-Zelebration. Wie so Krieger, die nach Hause siegreich kommen und werden mit Konfetti beschmissen oder so. Und dann kommt der noch von links. Das ist doch das Linkeste, was ich hier von links gesehen habe. Ganz links. Das ist schon wieder rechts. Oh, ist das. Ey, oh, meine Fresse, ist das mies. Dieses miese Spiel. Oh, Mann. Ey. Alles klar. Ich guck mal, was unsere Chatfreunde so sagen. Mhm. Laggt wohl immer noch ein bisschen. Ja. Wir können da leider nichts machen. Aber die Leute, erstmal finden die Leute das scheiße, dass du mich die ganze Zeit disst. Und dann sagen aber auch viele Leute, dass ich sehr gut fahre. Und dass du fährst auch nicht schlecht, sagen die Leute so. Aber also du bist halt ein bisschen weniger gut noch als ich, sagen die. Ich halte mich aber auch zurück. Respekt vor dem Alter. Piep. Das dauert immer so lange, ne? Bis das hier losgeht. Synchronisiert bestimmt.
Bam, Alter, da kommt er auf der Lakitu rechten. Ich den nicht mag in den alten Spielen, aber so in dem 3D sieht er doch ganz knuffig aus. Ja. Würde ich mir auch wünschen, so einen zu Hause zu haben. Geil, 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 wie ich hier fahre. Das ist ja unfassbar, dieses Kill. Oh, leck mich am... Alter, ganz ehrlich, ich wünschte, das Spiel würde sich einfach nur mal an Skill halten und nicht immer an irgendwelche an anderen Sachen. Ja, diese Item-Nutzer, ey. Denken sie. Alter, beschmeißt er mich in dem Moment, wo ich zünde mit einer Banane? Das ist unfassbar. Erst hat er Pech und dann kommt auch noch Unglück hinzu. Ja, ich komm, rammt ich mich, komm. Bounced mich weg, so, ihr könnt mich anders gewinnen. Ah, sag mal, rammst du mich oder ist das der Regen? Also was sind denn das hier für... Oh, was sind hier alles für Luftlöcher? Er hat's einfach drauf, ey. Er zündet den Turbo und nichts kann ihm folgen. Da habe ich das Gefühl, mein Kart ist so langsam. Mann! Ey, das ist doch nicht zu fassen! Hör doch mal auf mit dem dummen Rumgewerfen von irgendwelchen tödlichen Items. Das macht man doch nicht. Das ist doch nicht. Was ist denn das für eine Welt, ey? In der man sich nur Items definiert. Oh, du kriegst natürlich wieder die Rakete, ist klar. Und du kriegst die Rakete, ey. Von allen Leuten kriegst du die Rakete. Ich hab die aber verdient. Wieso? Weil ich halt auch im echten Leben eine Rakete bin. Ja. Ich freue mich hier offensichtlich über einen grünen Panzer, das ist auch ein Witz. Hier. Oh, wie ich nicht mal den treffe, der direkt vor mir ist, ne? Weil ich aber einfach nicht andere Leute abschießen kann. Ich glaube, ich krieg den letzten Schub irgendwie nicht mehr. Okay. Blau ist doch nicht der letzte, oder? Boah, ist das krass. Ich fahre hier so an der Grenze der physikalischen Machbarkeit. Und trotzdem bin ich nicht Erster, sondern Letzter. Ah Gott, ist das zum Kotzen. Ich glaube, ich habe das irgendwie mit dem Slide nicht so richtig gerafft. Was muss ich... Im Cube-Teil muss man ja... Links, rechts. Genau, und wie kommt man hier zum Superschuss? Oh, Rakete, ich bin die Rakete, Alter. Jetzt flieg, Rakete. Alter, ja, oh Mann, wie ich dich fast noch weggedisst hätte. Extra zur Seite gegangen. Ey, so verdient, dass... Das Ergebnis steht, Rennen ich Vorletzter bin. Oh Gott. Ist ja wirklich mies. Ey. Lila hat 93 Punkte, die fährt doch erst seit 2 Rennen. Die hat auch ein goldenes Lenkrad. Kriegt man dann eine ADAC-Mitgliedschaft? Oder was ist das? Wir haben übrigens was Cooles zu verlosen. Aber nein, wir verlosen es nicht, sondern der Gewinner. Ja, ach so, das sollten wir jetzt sagen. Aber wir sind hier von... Soll ich die mal eben holen? Nee, weiß nicht, kann's. Später nicht. Machen wir das. Wir haben ein geiles Fanpaket für euch. Derjenige. Was? Doch. Ja, aber wir sind auch hier mit den Mikros und so. Wir ja, ich hol das mal. Ganz vorsichtig immer nur machen. Zum Beispiel. Das ist so gefährlich. Oh, der Nils, Alter. Der arme. Arme wie Seile. Das ist was Gutes? Ja. Nun, für euch im Gewinnerpaket diese fantastische Tasse. So ein Autogrammkärtchen. Oder dieser Jute-Sack. Der eignet sich ganz besonders für den Transport von Jute. Oder Postern. Oder Postern. Ich hab nicht mal so einen geilen Jute-Sack, weißt du? Der ist nämlich, da gibt's nicht so viele von. Oder das hier. Oh, wir sind auch beim nächsten Rennen dabei, das ist gut. Ja, so ein T-Shirt ist dabei. Den ersten Platz, den schreiben wir an. Und dann fragen wir natürlich, welche Größe ihr haben wollt und ob ihr Junge oder Mädchen sein sollt. Weil wir haben jetzt auch Mädchen-T-Shirts und ich hatte letztens zufällig so ein Mädchen-XL-T-Shirt. Dann habe ich gewundert, warum das so klein ist. Du bist ja ein Mädchen. Und dann habe ich das wie Hulk Hogan in einem... Und das habe ich dann in der Mitte zerrissen. So. Ja, die sind sehr selten Mädchen-T-Shirts. Weil die aus purem Mädchenhaar gefertigt sind. Aus purem Mädchenhaar. Wo ist denn jetzt die andere Dose? Die habt ihr doch da gerade hingestellt. Ach so. Und das gewinnt der am Ende um 22.30 Uhr auf Platz 1 steht. Ah, Leute. Figurenschlecken schreibt, der Spruch mit Armen wie Seile war unter der Gürtellinie.
Hoffentlich zeigt Nils dem Dennis im nächsten Rennen so richtig. Das steht da überhaupt nicht. Doch, klar, ich lese ja nur den Chat vor. Guck mal, Max Damage ist im Chat. Es liegt weder an uns noch an Twitch. Twitch bemüht sich sehr, uns zu helfen. Das stimmt tatsächlich. Mit denen hat der Max am Wochenende ein bisschen telefoniert und die tun alles, was sie können. Max und Twitch stecken doch unter einer Decke. Ich glaube auch, dass Max mit seinen Hacking-Skills und seinem, er ist ja der Techniker bei uns sozusagen, der versucht mit Twitch irgendwie so eine eigene Koop einzugehen. Ja. Was? Wir hören euch. Wir hören die Regie. Ihr Lästermäuler. Oh Mann, ey. F-Zero. Oh, das ist eine F-Zero-Strecke? Alter, ist das aus dem Add-on jetzt? Oder ist das, war die schon immer da drin? Ich weiß es ja nicht. Ich habe leider keine Wii U. Oh Mann. Hör doch mal auf mich, bitte. Ey, ganz ehrlich, wo ist die Friedlichkeit in euren Herzen? Das ist ja wohl ein Witz, ein Rumgedisse hier, ey. Meine Fresse. Hör auf zu dissen. Ja, ist doch so. Ich spreche mit euer Gewissen. Ganz ehrlich, so viel wie ihr disst, ihr seid alle noch nicht 18, aber ihr wart alle mehr in der Disse als ich. So wie ihr hier mich die ganze Zeit wegrumst. Oh, ich bin Erster! Ich bin Erster, Dennis! Dennis! Halt die Position! Okay! Christian, musst du auch kurz mal stehen bleiben. Alter, die eigene Regie ist gegen mich. Das ist ja das Hinterfotzigste, was ich erlebt habe. Das ist mir mal ein ganzes. Du hast deine Skills gezeigt, ich hab dich ausgelacht. Was ist das? Kennst du nicht? Nein, du hast an meine Tür geklappt, ich hab dich aufgemacht. Du hast deine Skills gezeigt, ich hab dich ausgelacht. Hey. Beginners. Achso. Bin hier schon wieder so Wasser runter. Mann! Der Mann, der Erster war, wird hier sowas von nicht honoriert. Weggedisst, das ist ja einfach auch nicht mehr zu fassen, ey. Wieso hab ich hier eigentlich so einen Riesenring an Süßigkeiten hier? Oder was geht hier denn jetzt ab? Hochziehen! Boah, hochziehen, wer bist du denn, ey? Captain Hook? Nein. Ey, kann ich meinen Sack an Köstlichkeiten hier noch weiter auffüllen, wenn ich es nicht benutze? Von deinem Sack von Köstlichkeiten möchte hier keiner wissen. Mann! Oh Gott, ey, einmal nur. Oh, was ist das denn hier für ein Schmodder? Ey, Mann! Das ist so scheiße! Ich war so gut dabei und jetzt werde ich hier auf Platz 8 durchgereicht. Ist echt nicht schön. Also mal reg dich das nicht auf. Ich bin eigentlich in Gesellschaft bin ich ein sehr ruhiger Spieler. Wenn ich alleine spiele, dann bist du innerlich tot oder was? Fuck! Ja, ernsthaft, wenn dich das nicht aufregt, ey. Natürlich reg ich mich das. Guck mal, ich bin so prima gefahren. Was bringt uns das denn, wenn wir beide jetzt hier rumschreien? Ja, dass vielleicht ich nicht als der Choleriker dastehe und du als der sanftmütige, nette Mensch irgendwie. Das ist ja auch... Okay, ab jetzt werde ich richtig ausrasten. Ich werde jetzt auch ruhig bleiben, okay? Ich werde... Im nächsten Rennen rege ich mich nicht auf, okay? Ich bin... Im nächsten Rennen super friedlich und das macht mich wahnsinnig, wenn du ruhig bleibst. Dennis, du darfst dich nicht so gehen lassen. Das macht mich wahnsinnig. Warum dauert das so lange jetzt? Dennis, bitte. Los jetzt! Da schauen auch Kinder zu. Ja, die können gleich mal was lernen. Ist nicht alles hier Zuckerwatte und Süßigkeiten im Leben? Da muss man auch mal hart am Gas drehen. Das ist ein ganz schönes Rennen. Ui, toll, wie der hier wieder einen roten, wie der Mario hier wieder rumboxt. Ja, und Boomerang, schön. Oh, das ist schön. Mario, bumst mich ruhig ein bisschen weiter weg. Das ist Mario, ganz schön. Daisy, du willst auch so eine kleine, an meinem Körper kleine Bumsmaus. Ja. Unverfahren, Julian, ne? Unverfahren. Das sieht man gleich an der Brille, die der trägt. Es tut mir leid, lieber Sven, dass ich dich gerade behelligt habe mit meinem roten Panzer. Das war fährt er mit seinem Mii schön... Wie kann das eigentlich sein, dass der kleine Tod so schnell ist? Ich flitze wie ein Feuerzahn. Kennst du noch Flitze Feuerzahn? Nee. Ja, ernsthaft? Kennst du wirklich nicht? Flitze Feuerzahn. Ich will Feuerwehrmann werden. Ach, nee, der hieß doch, wie hieß denn der? Flitze Feuerzahn. Nein,
Figaro, der kleine Drache? Nee. Nein, ich meine aber Fitze Feuerzahn. Ich kenne nur den Drachen, der Ich weiß, wie du meinst, ja. War sein Name, aber kann ich. Fitze Feuerzahn war auch ein Drache. Der fällt auch mehr als ein. Oh, Leute, Drache. Hier, bummst dich weg. Bummst dich weg. Bummst dich weg. Das ist so hart, bummst dich weg. Ja. Hamburger Kiez. Oh, klaut der Tod mir auch noch. Also wenn es hier mit Mario Kart nicht klappt, dann mache ich auch ein kleines Bordell auf, das nenne ich Pumpst dich weg. Pumpst dich weg, ne? Ja. Das ist ein Flatrate-Hotel. Wäre vielleicht auch mal geil. Interessanter Slogan für Rocket Beans, wenn alles muss, nichts kann nicht mehr ziehen, mach einfach Pumpst dich weg. Ist das schon die letzte Runde? Nein. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rakete kriege oder irgendwas Geiles, dann... Oh Mann, ich will nicht 3 Pilze haben. Ich möchte nur einen Pilz. Oh, aber ich kenne auch die Strecke überhaupt nicht. Ich fahre die zum ersten Mal. Ist die neu? Ist die aus dem Add-on? Bin ich mir nicht sicher. Ich habe sie auf jeden Fall davor schon. Dann ist die wahrscheinlich aus dem Add-on, ne? Oh Mann, da muss man immer manuell diese Pilze... Ja, komm schon, immer rein von hinten. Alter, Dennis, kannst du mal bitte aufhören, so vulgär zu sein? Du kennst dich überhaupt nicht. Das macht mich alles wütend. Wahnsinnig. Der originale Nichtskönner hier. Überholt er mich in der Luft? Das ist alles nicht möglich. 10. noch geworden. Ach. Nice. Das hat mir sehr gut gefallen. Wenn der Lakito nicht so mit der Fahne schwenken würde und dabei so niedlich aussehen würde, würde ich ausrasten. Mach mal hier einmal. Danke. Labelle-Befehle. Lag-Hype. Ja, ach ja, was machen wir denn mit dem Lag? Man muss den Lag lieben lernen. Nee. Warum? Wie als würde man... Ja? Sag es mir, Dennis. Mhm. Okay. Ach ja. Everybody do the dinosaur. Get on the floor. So ist ein Super Mario Bros. Film. Mhm. So, also ich starte jetzt von Position 10. Mario Kart, ne? Okay, du bist da, du bist der mit der blauen Mähne. Oh, ich bin vorgeprescht direkt wieder ganz vorne mit rein. 5. Was ein Start, ey. Ich hab. Bis zum ersten Disc läuft immer alles gut bei mir. Weißt du was? So viel, wie ich hier gedisst werde, ist es für mich eigentlich ein Diss-Track. Schießt du? Weil Track ist ja auch Englisch für Rennstrecke, ne? Ja. Also Diss-Track ist ein sehr lustiger Gag. Oder? Boah. Sehr lustiger Gag. Da klaut mir niemand Geringeres als Dennis. Oh, wollte mich einer dissen, hat aber nicht funktioniert, weil ich voll geil... Den Pilz geschmissen? Nee, den Stern. Ich dachte gerade, ich bin Erster, habe ich gesehen, dass es eine 7 ist, aber die 7 ist der 1 sehr ähnlich. Sagt er, wenn er sich dreht. Sagt er, wenn er sich dreht. Oh Mann. Oh, dummer Nils ist dumm, ey. Schreib doch mal, auch wenn es mit Lag ist, ein paar Tipps, wie wir schneller werden können. Das ist ich? Nee, im Chat. Wie viele Tipps von mir? 2-1. Das ist doch ein regulärer Tipp. Und Zündung. Nice, Alter. Und in die andere Richtung. Er ist einfach ein... Er ist von der Naturell her einfach ein Racer. Ein. Speed Racer. Lalalalala. Kein Blitz, bitte. Ich hatte gesagt, kein Blitz. Ich hab's gesagt, oder? Mario, geh weg. Ich bin cool. Luigi ist cool, du bist nicht cool. Okay, auf einem schönen Siebplatz. Kann man sich hier ransaugen? So. Natürlich bekomme ich in der wichtigsten Phase des Rennens kein Item. Das ist. Nein, ich kann der Banane nicht ausweichen, weil ich doof bin. Jetzt bin ich wieder voll im Infight hier, ey. Oh,
geil, wie ich das gemacht habe. Sensationelle Action. Wie ich hier mit meinem Namen stehe. Oh, wie ich einfach nur einen Stern nach dem anderen bekomme. Echt? Ja. Das ist super. Und damit meinen ersten Podiumsplatz einfach. Du kriegst Bronze. Da vorne. Ja. Ja, Glückwunsch. Das hast du gut gemacht. Danke, danke. Damit ist, glaube ich, dann auch mein Tagesziel erfüllt. Einmal Treppchen und zurück. Aber hast wir waren gesehen, Stars. Die Karriere ist vorbei. Zwei. Das war's. Das war's. Einmal Treppchen und zurück. Sieh, ich bück mich vor dem Leben. Das willst du mir richtig geben. Hier. Yeah. Junge, jetzt haust du aber raus. Ja, das war mein erster Freestyle live. Ist cool. Kannst auf jeden Fall mit Hannes mithalten. Ja, ich, ja, das glaube ich auch. Digga. Digga. Ja, super. Also dein erster Podiumsplatz. No? Ihr Marius Metro. Jetzt hier schon immer. Hallo. Alles klar. Hurra! Das war nicht fair, ja, das sehe ich auch so. Lex Luge. Ja. Das passt ganz gut, ne? Ne. Jedes Mal, wenn ich bei der Telekom anrufe, weil das Internet weg ist, hat angeblich ein Bagger das Kabel durchtrennt. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Mir fliegt der Draht aus der Mütze und mein Bruch tritt raus. So ein Krach hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Ich schau aus dem Fenster und glaub ich schiel, als mein Gartenzaun in sich zusammenfiel. Wie Nils Dennis gewinnen ließ, verdammt Nobel, schreibt Black Monkey. Ist es wirklich Nils? Nils, Nobel ist ja auch dein dritter oder vierter Vorname, glaube ich, oder? Nobel? Ja. Nobel. Nils, wunderschön, amazing. Intelligent. Amazing, kommt vor. Amazing, wunderschön, intelligent, Nobel, Bohmhoff. Ungefähr. Guck mal hier, sitzt er auf seinem F-Zero-Gleiter, der Skelett-Bowser. Wollen wir alle auf den Skelett-Bowser gehen? Ja, wie lächerlich das aussieht. Okay, pass auf. Wenn guck mal, wie der abzischt. Tschüss. Ja, du bist auch echt eine lahme Ente da, ey. Hab ich tatsächlich das Gefühl. Also irgendwas hab ich da... Und da knallt einfach voll... Alter, was war's? Give me your coins. Wow, toll. Ich hab zwei Punkte, zwei Münzen bekommen. Das ist ja großzügig vom Schicksal. Auf dem letzten Platz liegend. Eine ganz tolle Münzsammlung bekommen, die ich verkaufen kann. Zusammen mit meinen Euro-Münzen, die ich noch habe. In meinem Starter-Pack. Toll. Deutsche Münzen. Jetzt bestellen. Kann ich jetzt zwei neue Münzen. Auf Münzen TV. Man muss diese Münzen auch mal an einen Sieg ummünzen. Weißt du? Ja. Er ist amazingly fast. Er ist the fast and the furious. Und er ist bewaffnet mit einem Pilz. Ja, nach hinten durchgereicht. Oh, er ist, wie er das macht. Und dann hat er Pech, ne? Dann hat er Pech gehabt. Richtig Pech an den Reifen. Da ist er jetzt wieder ganz hinten dabei. Aber er war vorne dabei. Und er kann da wieder hinkommen, weil das Potenzial ist jedihaft. Jedihaftes Potenzial in ihm. Oh, es war abwechselnd mal ein Pilz. Okay, na gut. Oh, da kommt ein Stern hinter mir. Bitte, Sterni. Bitte, bitte nicht mich ärgern. Ich bin auch ein friedliches Wesen. Oh Gott. Aber diese Lacher, diese fiese. Oh, manchmal mache ich so Sachen, ne? Da denke ich so, ich bin echt dumm. Das ist so, als wenn mein Talent, der beste Mario Kart-Fahrer der Welt zu sein, mit einem Handicap kommt. Und zwar, dass ich halt alle 30 Sekunden irgendwas mache, was so dumm ist, dass ich komplett, so wie jetzt, komplett wieder alles ruiniere. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So ein ganz sinnloses Talent. Ja, du bist vielleicht der beste Mario Kart-Spieler der Welt, aber pass auf, du machst so oft Scheiße, dass sich das wieder aufhebt. Oh, da kommt... Nö, ist klar, natürlich kommt jetzt eine Rakete auf mich zu geeiert. Oh, war das knapp. Scheiß Rakete, ey. Nein! In der letzten Kurve und ich hatte sogar... Jawoll, den goldenen Alter. Pilz da. Man, ey. Man in the mirror. Eben noch im Rückspiegel saugt er sich an. Ihm vorbei.
Auf Platz 6. Platz 6, ey. Oder? Platz 6, wo soll die Reise noch hingehen? Sie begann mal auf Platz 12, jetzt ist sie schon auf Platz 6. Wenn ich in diesem Tempo weiter Mario Kart an mich reiße, ist es eine Frage der Zeit, bis ich wieder auf Platz 8 bin. Ja. Bis gleich.